Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Als erstes eine kleine Warnung, dieses Video wird ein bisschen umfangreicher, es wird ein bisschen länger dauern. Wir nehmen uns diesmal zwei Systeme vor, beide von Dubaro. Das mache ich, weil ich gemerkt habe, dass das letzte Video, was die Statistik angeht, ganz schön für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen ist. Ja, also für mich ging das schon gut ab. Ich muss auch dazu sagen, das eine System habe ich mir selber rausgesucht, direkt von der Startseite von Dubaro. Das andere System habe ich vorgeschlagen bekommen vom Zuschauer. Das ist der Hardware Deal 2000 PC. An der Stelle sei nochmal gesagt, es ist mir völlig egal, von wem oder was dieser PC zusammengestellt worden ist. Ich gehe den einfach nur durch. Hardware Deals, an der Stelle gesagt, großer YouTuber. Grüße an den Kollegen an der Stelle. Und ich werde den ganz normal auseinandernehmen, wie ich es auch sonst immer mache. Auseinandernehmen. Meine ich mit Komponenten auseinandernehmen, gucken, was die kosten und dann kriegt ihr wie immer meine Empfehlung, kennt ihr ja schon. Ich blende euch gerade mal die Statistik ein, also was die Subscriber und so weiter angeht, steigt es wirklich in letzter Zeit ziemlich stark. Vielen Dank dafür, auch herzlich willkommen an alle Neuen in diesem Kanal und ich hoffe, euch gefällt mein Content. Wenn ihr Kritik habt, negativ sowie positiv, völlig egal, schreibt es in die Kommentare. Ich lösche auch keine Kommentare. Nur in der EDV ist es einfach so, dass die Leute immer eigene Meinungen vertreten quasi. Da sagt jetzt einer, ich habe jetzt seit Jahren MSI und ich empfehle MSI. Und dann sagt der andere, so wie ich zum Beispiel, ich habe jetzt Gigabyte, ich empfehle dann Gigabyte. Deswegen auch immer dieses Logo oben in der Ecke enthält Produktplatzierung, Sponsoring, Empfehlungen, bla bla. Ne? Also das Einzige, was ich hier wirklich als noch Nebeneinkunft habe, ist einfach nur die Partnerschaft von CDK-Deals, ansonsten nichts. Hardware-technisch bin ich völlig uneingenommen, ich sag's immer wieder, aber ich muss es einfach nochmal unterstreichen. Nicht, dass jemand sagt, du empfiehlst andauernd Gigabyte, das mache ich nur, weil ich die persönliche Meinung vertrete. Jetzt sei noch mal was gesagt zu dem letzten Video. Ich sagte ja, das ging so ein bisschen durch die Decke und dann kam halt auch ein Kommentar, warum kostet das System jetzt auf einmal 1699? Es ist so, ich nehme meistens ein Video auf, ich arbeite ja in Schichten, nehme ein Video auf, ich cutte das, und macht den Release dann meistens für den nächsten Tag. Jetzt kann innerhalb von 24 Stunden natürlich eine Menge passieren. Da kann er so ein Preis sich auch mal ändern. Er schreibt jetzt, es kostet 1699. Jetzt gehe ich gerade auf die Seite. Heute ist der 14.07. Jetzt kostet er 1599. Dann habe ich mir den Warenkorb nochmal angeguckt. Der Warenkorb ist auch gestiegen um 50 Euro. Letztes Mal wart ihr 50 Euro billiger, wenn ihr das fertig gekauft habt, als die Einzelpreise. Jetzt seid ihr ungefähr auf dem Level. 1611 Euro. Das System soll jetzt kosten 1600 Euro. Ist immer noch ein guter Deal. Ich habe euch ja gesagt, ändert vielleicht das Mainboard und die Kühlung. Ansonsten ist das ein guter Deal, muss man so sagen. Also ihr macht immer noch nichts falsch, wenn ihr das jetzt kauft. Die passen die Preise halt ständig an. Ich kann, wenn ihr möchtet, euch in Zukunft auch einfach diese Warenkörbe immer zum Vergleich in die Beschreibung reinpacken. Und dann könnt ihr halt selber vergleichen, passt das noch preislich oder ist das jetzt wirklich schon wieder so unterschiedlich geworden, dass es sich nicht mehr lohnt. Das schreibt ihr mir mal bitte in die Kommentare. Das ist nicht für den Algorithmus. Das interessiert mich wirklich. Wollt ihr das wissen? Ich schreib's rein. Wollt ihr es nicht wissen, lasse ich es bleiben. Ist weniger Arbeit für mich. Gut, ist halt nur ein Link, aber ich wollte es gesagt haben. Also, wir sind auf Dubaro und dann ist direkt hier auf der Startseite der Gamer-PC Ryzen 7 5800X mit einer RTX 3080 Ti. Das ist natürlich schon leistungstechnisch ein Monster und preistechnisch auch. Und den gehen wir jetzt einfach mal durch. Hier ist er auch schon, Gamer-PC Ryzen 7 5800X mit RTX 3080 Ti für 2699 Euro. Da drin ist verbaut, wie der Name auch schon sagt, der AMD Ryzen 7 5800X, 8 Kerne, 4,7 GHz Turbo. Hier haben wir ihn auch als Box-Variante, allerdings ohne Lüfter. Da kommt auch ein anderer Lüfter drauf. Kostet bei Mindfactory 378 Euro. Ist ein guter Prozessor. Habe ich selber im System, sage ich immer wieder. Ich wechsle die ja jetzt nicht ständig aus. Kann man drüber streamen, kann man drüber rendern, zocken, überhaupt kein Problem. Ist ein guter Prozessor, den packen wir auch so in den Warenkorb. So, den Prozessor sei noch gesagt, der hat eine TDP von 105 Watt und das ist wichtig, weil jetzt Folgendes kommt. Und zwar der CPU-Kühler, der BeQuiet Darkrock 4, der hat nämlich eine TDP von 200 Watt. Das heißt, der Prozessor 105 Watt, der Lüfter 200 Watt, schafft der Lüfter also ganz locker. Es sei denn, ich sag's immer wieder, sitzt ihr jetzt in der Butze, wo ihr im Dachgeschoss 40 Grad habt, wird es für den natürlich auch schwierig, das Ganze runterzukühlen. Aber der reicht völlig aus, ist wesentlich besser als der Boxlüfter von AMD. Wenn man zum Beispiel den 5600X holt mit einem Boxlüfter, dann wird er schon so ein bisschen eng. Hier ist ja überhaupt kein Boxlüfter dabei. Deswegen ist gut, den haben sie jetzt eingebaut. Kostet auch stolze 56,95 € bei Mindfactory. Für den Preis bekommt ihr tatsächlich schon eine 240er Wasserkühlung. Zum Beispiel von Edamax, lasse 10 Euro mehr kosten. Da hätte ihr schon eine Wasserkühlung, aber der reicht aus. Packen wir so rein. Als Mainboard haben wir das MSI B550 Tomahawk. Hier haben wir es auch bei Geizhals 134 Euro über Mindfactory. Hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, das heißt, 2 werden davon verbaut. Ihr könnt hinterher noch erweitern.
Hier haben wir den SSD-Anschluss, hier kommt die Grafikkarte rein. Hier ist genug Platz, das könnte hinhauen mit dem Lüfter der Grafikkarte, dass ihr diesen Slot hier nutzen könnt, wie zum Beispiel für eine WLAN-Karte. Ihr könnt da eine Capture-Card oder eine USB-Erweiterungskarte reinstecken. Also ihr habt Erweiterungsmöglichkeiten, jetzt nicht satt, aber die sind da. Eine dezente Beleuchtung, hier drunter sitzt der Chipsatz. Und hier habt ihr 7.1-Systemanschluss mit Toslink, USB 3.1, USB-C, Netzwerkanschluss, Netzwerkanschluss mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Warum man das braucht, ist zum Beispiel, ihr könnt ja zwei verschiedene Netze zu Hause aufbauen, zum Beispiel an dem einen habt ihr einen Server hängen und mit dem anderen geht er ins Internet oder ähnliches, da braucht ihr nicht extra einen Switch oder ähnliches dazwischen schalten. USB 2.0, DisplayPort HDMI benutzt ihr nicht, weil dieser Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Hier haben wir einen PS/2-Anschluss und zweimal USB 2.0 und hier noch einen Flash-BIOS-Button, das heißt, dieses Mainboard benötigt keinen Prozessor, wenn ihr das BIOS flashen wollt. Da reicht es, wenn ihr einen USB-Stick reinpackt, den Knopf drückt, wo auf im USB-Stick natürlich das BIOS installiert ist, beziehungsweise die Datei liegt, drückt den Knopf und dann macht er selbstständig ein BIOS-Update. Alles in allem ein schickes Board, würde ich mir wahrscheinlich auch so reinbauen, hat eine schöne I/O-Blende hier, ist nicht so metallisch platt, wie man das halt so kennt, sondern ist richtig schön verkleidet, gefällt mir. Als Grafikkarte haben wir eine 12 GB KFA2 RTX 3080 Ti SG, also in dem Fall wisst ihr, was ihr bekommt, der KFA2. Hier ist ja auch schon KFA2 GeForce RTX 3080 Ti SG, ein Klick OC. Das heißt, ihr könnt über die Software meistens dann einfach ein leichtes Overclocking vornehmen. Sprich zwischen 5 und 10% würde ich jetzt mal so aus der Luft greifen, habt ihr dann ein bisschen mehr Leistung. Ist auch RGB beleuchtet. Hat natürlich eine TDP von 350 Watt. Das ist schon ordentlich, da muss das Netzteil auch mitmachen. Aber in dem Fall kann ich euch jetzt schon mal sagen, das Netzteil passt. Kostet 1.549 € über Mindfactory. Was die FPS-Daten dazu angeht, kommen wir später noch in einem YouTube-Video dazu. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB, 2x 8 GB, G-Scale RipJaws 5, DDR4, 3600 MHz. Auch in dem Fall, wie bei dem letzten PC schon, Dual-Channel. 3600 MHz, das ist schon ganz ordentlich. Es gibt natürlich sogar 4000 MHz, da rennt der Ryzen auch noch drauf, aber das ist unsäglich teuer. 3600 ist völlig in Ordnung. Hier sind sie für 84,86 € über Mindfactory, packen wir so in den Warenkorb. Als Festplatte haben wir da 1 TB GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe, lesen 2500 MB und schreiben 2500 MB pro Sekunde. Das ist schneller als eine Crucial P1 oder eine Kingston oder ähnliches. Ihr kennt ja die SSDs, die ich sonst so zeige in den Videos. Ob man das jetzt merkt, es sei dahingestellt. Wenn ihr Daten verschiebt, ja. Wenn ihr zockt, nein. Die Ladezeiten sind natürlich wesentlich kürzer. Wenn ihr jetzt eine normale 2,5 Zoll SSD zum Beispiel nehmt, die nur 550 MB schafft, da merkt ihr es in den Ladezeiten schon, aber der Sprung von der Gigabyte zu einer Crucial zum Beispiel, den merkt man nicht. Hier haben wir sie, kostet 113 € über Mindfactory. Das ist auch dieses Thema, sie ist schneller und somit auch ungefähr 20 € teurer. Multimedia 7.1 Realtek, gut, das ist auf dem Mainboard. Netzteil 850 Watt Gigabyte P850G M80 Plus Gold Modular. Hier haben wir es, ein modulares Netzteil, das heißt, es werden nur die Kabel verbaut, die ihr auch wirklich braucht. 89,87 € bei Mindfactory, packen wir so in den Warenkorb. Das Gehäuse ist ein MSI MPG Sekira 100R mit Glasfenster. Die Gehäuse von MSI, die kenne ich, die sind qualitativ völlig in Ordnung. Designtechnisch, da müsst ihr wissen, was ihr haben wollt. Ihr könnt die auch umkonfigurieren. Ich finde es eigentlich ganz schick. Hier haben wir noch die Seitenansicht. Hier kommt das Mainboard rein. Hier könnt ihr überall die Kabel schön drin verlegen. Die Grafikkarte hat auch genug Platz nach vorne hin. Der Luftstrom ist gegeben, weil hier vorne zwei Lüfter sitzen und hinten noch ein Lüfter. Da wird das schön durchgezogen. Für alle die sich fragen, wenn das vorne zu ist, wo kommt die Luft her? Ja, hier über die Seite. Hier über die Seite und meistens ist es von unten dann noch mit Löchern versehen, dass die Luft schön hier reingesaugt wird und dann einfach durchs Gehäuse geht und hinten wieder rausgepustet wird. Anschlussmöglichkeiten hat das Gehäuse auch noch. Hier oben ein paar USB-Anschlüsse, was ein Gehäuse halt so hat. Habt dann noch Mikrofonanschluss, Kopfhöreranschluss, Reset-Knopf, Anknopf und so weiter. Packen wir auch für stolze 98 € bei Mindfactory in den Warenkorb. Betriebssystem ist wie meistens bei Dubaro nicht dabei. Könnt ihr natürlich dazu buchen. Zum Beispiel Windows 10 Pro kostet dort 65 € inklusive Installation. Wenn ihr das über meinen Partner CDK Deals kauft, dann bezahlt ihr ca. 14 €. Installieren müsst ihr dann selber. Service, 2 Jahre Garantie, kriegt dann einen Retourenschein. Die Mainboard-Anschlüsse, da haben wir eben drüber gesprochen. Grafikkarte hat einmal HDMI und dreimal DisplayPort, so wie die meisten. Ich sag mal, 80% auf dem Markt haben diese Anschlüsse von den neuen Grafikkarten. Gehäuse, hier die USB-Anschlüsse, die ich eben angesprochen habe. Kopfhörer, Mikrofon. Fullguard Internet Security könnt ihr wie immer in die Tonne schmeißen. Und dann sind wir auch schon beim Endergebnis. Hier ist die SSD, hier ist der Prozessor, hier ist der Rahmen, hier ist die Grafikkarte, das Mainboard, der Lüfter, das Gehäuse und das Netzteil. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 2.504 €, das System soll kosten, knapp 2.700. Ja, jetzt haben wir knapp 200 € Mehrkosten gegenüber Selbstbau. Jetzt gibt es einige Leute, die da draußen sagen, ja, du müsstest ja so Pi mal Daumen nochmal 100 € draufrechnen fürs Zusammenbauen.
Selbst dann ist er zu teuer. Jetzt gehe ich her und sage, stellt euch die Sachen bei Mindfactory zusammen, bezahlt 150 Euro fürs Zusammenbauen, seid ihr immer noch günstiger. Ich finde 200 Euro fürs Zusammenbauen ziemlich viel. Vor allen Dingen, ich sage es immer wieder, wir rechnen hier mit Endkundenpreisen. Das bedeutet, dass natürlich Nubaro die Hardware günstiger kriegt. Und dementsprechend sind 200 Euro schon viel. Wenn ihr jetzt noch die Marge runterrechnet, je nachdem wie viele Systeme sie verkaufen, jetzt sagen wir mal bummelig, haben sie jetzt 300 oder 400 Euro mehr Kosten. Nee, würde ich jetzt so nicht empfehlen. Das System ist gut konfiguriert, keine Frage. Finde für 2700 Euro 16 GB RAM ein bisschen wenig. Und das ist schon diese Differenz, die ihr habt. Wenn ihr jetzt nochmal, sagen wir, 16 GB oben drauf haben wollt, bezahlt ihr ungefähr 80 Euro extra. Je nachdem, welchen RAM ihr nehmt. Dann hättet ihr schon das Doppelte an RAM-Speicher. Also ich würde es mir so nicht kaufen. Konfiguration gut, preislich gesehen, nee. Und wie versprochen, kommen wir jetzt noch zum Hardware-Deal 2000 Edition PC für 2199, sprich... Der hat mal wahrscheinlich 2000 Euro gekostet und kostet jetzt 2200 knapp. Ich habe das sogar als Kommentar unter meinem Video gesehen. Also es war auch so, dass er 2000 Euro gekostet hat, wie der Name ja auch schon sagt. Jetzt sind wir bei 2200. Schauen wir mal. Bevor ich vergesse, das anzusprechen, das Bild eben war natürlich kein Fake. Das war das reine Gehäuse. Genauso wie in dem Fall. Das ist einfach nur das Gehäuse mit einem Hardware-Deals-Logo drin. Da kann man nichts zu sagen. Da ist nichts drin verbaut. Es ist einfach nur das Gehäusebild. Wie es von innen ausschaut, kommt auf die Konfiguration an. Das heißt schon mal kein Fake. Der Prozessor ist derselbe, kostet 378 bei Mindfactory, packen wir so in den Warenkorb. Der Lüfter ist auch derselbe, für euch nochmal 56,95 bei Mindfactory. Das Board ist auch dasselbe, 134 Euro bei Mindfactory. Glaube ich, mache das in Zukunft häufiger so. Das erspart mir eine Menge Arbeit. Grafikkarte, 8 GB Nvidia RTX 3070, beliebiger Hersteller. Jetzt wisst ihr nicht, was ihr bekommt. Der Chip ist immer derselbe, die Anschlüsse meistens auch. Es sieht nur anders aus vom Lüfter, von der RGB-Beleuchtung und vielleicht wird der Speicher noch ein bisschen verändert. Nicht von der Größe, sondern andere Speicherchips drauf, ja. Macht für euch jetzt aber direkt keinen Unterschied. Ich habe in dem Fall mal eine etwas bessere genommen. Ich hätte günstiger fahren können. Ich nehme jetzt eine leicht teurere. Ich hätte für 850 wahrscheinlich auch noch eine gekriegt. Gigabyte Aorus GeForce RTX 3070 Master 8 GB. Hat natürlich von den Anschlüssen ein bisschen mehr zu bieten. Da könnt ihr schon ganze 6 Monitore anschließen. Also 3x DisplayPort, 3x HDMI. Wer es braucht. Das ist jetzt halt dieses Thema beliebiger Hersteller. Ihr wisst nicht, kriegt ihr eine mit 4 oder 6. Ich würde behaupten, da steht 4. Ja, in dem Fall steht einmal HDMI und dreimal DisplayPort. Also ihr kriegt die auf jeden Fall schon mal nicht. Wir nehmen sie jetzt aber trotzdem. Einfach nur, weil es preislich auch gut passt. Vom Design her sieht die auch schön aus. Brauche ich aber auch nicht drauf eingehen, weil die kriegt ihr wahrscheinlich nicht. 899 Euro bei eBay. Das nächste wäre Saturn, Mediamarkt. Also die haben sie gerade alle für bummelig 900 Euro drin. Zu dem FPS-Test kommen wir ja gleich noch. Die packen wir jetzt so in den Warenkorb. Jetzt haben wir hier natürlich schon einen Unterschied. Klar, es ist keine 3080 Ti mehr drin, sondern eine 3070. Die Differenz wird jetzt aber genutzt, um andere Hardware-Komponenten ein bisschen höher zu schrauben. In dem Fall haben wir 32 GB, 2x 16 GB G-Skill DDR4 3600 MHz Trident Z Neo. Die sehen schick aus, die sind beleuchtet, sie haben 3600 MHz, es sind 32 anstatt 16 GB. Und die kosten 220,90 Euro bei Equipper. Festplatte ist eine 1 TB Samsung PM9A1 M.2 PCI Express 4.0 NVMe. Lesen 7000 MB pro Sekunde, schreiben 5100. Die ist schon deutlich schneller als die andere. Macht für euch, wie gesagt, wahrscheinlich keinen Unterschied, wer viele Daten hin und her schickt. Beziehungsweise auf den Festplatten schiebt, kopiert, bla bla. Da macht es natürlich Sinn. Hier ist sie auch schon. Das ist aber eine OEM-SSD. Ist für euch jetzt nicht wichtig. Ist es nur wichtig, wollt ihr diesen Warenkorb nachstellen und ihr bestellt diese OEM-SSD, dann ist es meistens so, dass ihr keine Garantie habt. Weil das ist der Pendant, glaube ich, zu der 980 von der Samsung. Da habt ihr Garantie, weil das für den Endkundenmarkt gedacht ist. Das hier ist eine OEM, die ist eigentlich gar nicht für den Endkundenmarkt gedacht, sondern wirklich nur so für Fertig-PC-Hersteller. Der gibt euch natürlich Garantie auf das ganze System. Kauft ihr sie privat, habt ihr keine. Wobei ich auch recht selten SSDs abrauchen sehe. Also ihr könnt die ruhig kaufen. Ich hatte bisher noch keine defekte SSD und ich benutze die schon ein paar Jahre. Jetzt nicht die, sondern andere, aber hatte ich bisher noch nicht. Kostet 151 Euro bei BA Computer. Das nächste wäre Mindfactory. Der hier kommt jetzt aus Österreich, der kommt aus Deutschland, den 1 Euro. Das ist dann egal, packen wir so in den Warenkorb. Natürlich krass, dass er sowas da einbaut. Ne? Finde ich gut. Ja, das ist Qualität, aber man, ob man es jetzt braucht, ist wieder eine andere Frage. Ne? Das Netzteil, 750 Watt BeQuiet Pure Power 11 FM. Hier ist es auch schon, BeQuiet Pure Power 11 FM, 750 Watt, vollmodular. Hat 5 Jahre Garantie, reicht sogar, ich habe es durch den Netzteilrechner gejagt, sogar für die 3080 Ti. Die ist jetzt hier nicht drin, ist die 3070 drin, aber es würde ausreichen. Ich würde eher zu einem 850 Watt dann greifen, wenn da 3080 Ti drin ist, aber rein rechnerisch würde es passen.
Ist nur wichtig für euch, wenn ihr irgendwann erweitern wollt. Ihr sagt zum Beispiel in 2-3 Jahren, ich möchte jetzt die 3080 Ti anstatt die 3070, dann passt das. Da braucht ihr das Netzteil nicht tauschen. Kostet 98,50 € bei Mindfactory und packen wir auch so in den Warenkorb. Als Gehäuse haben wir das Fractal Meshify C Dark Glasfenster. Das ist ein etwas schlichteres Gehäuse. Bei Geizhals kostet das 68,37 € über Notebooks billiger. Ja, ihr habt genug Platz. Das ist halt wieder so ein 0815 Gehäuse. Ihr habt oben auch diese USB-Anschlüsse dran und so. Also nichts Besonderes. Hat natürlich jetzt hier nicht so fancy Lüfter irgendwie vorne drin. Aber wer es ein bisschen dezenter mag, für den ist das Gehäuse natürlich was. Ich habe auch mir den Testbericht mal angeguckt. Die schneiden gar nicht mal so schlecht ab, diese Fractal-Dinger. Ich zeige diesen Testbericht jetzt einfach nur, weil ich die noch nie verbaut habe. MSI habe ich schon verbaut, kann ich sagen, ist gut. Bei Fractal mache ich jetzt einfach den Testbericht hier rein. Grüße an PC Games Hardware an der Stelle. Und dann wisst ihr ungefähr, wo ihr dran seid. Ja, Betriebssystem wieder optional erhältlich. Service 2 Jahre Garantie. Hier sind wir die Anschlüsse von dem Mainboard. Da sind wir eben schon durchgegangen bei dem ersten PC. Grafikkarte haben wir eben auch schon angesprochen. Bullguard Internet Security landet wie immer im Müll. Und dann sind wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die OEM-SSD. Hier ist der Ryzen. Hier ist der G-Skill RAM. Grafikkarte. Das Mainboard. Der Lüfter. Das Gehäuse. Und das Netzteil. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 2.006,82 €. Das System soll kosten 2.199 €. Jetzt sind wir wieder bei diesen berühmten knapp 200 €, die es zu viel kostet. Ich weiß nicht, ob die Hardwarepreise nehmen. Die haben ja andere Preise, aber sagen wir jetzt mal, die nehmen jetzt die Endkundenpreise, schlagen 200 € drauf fürs Zusammenbauen und verschicken die Teile. Rein von der Konfiguration her ist das in Ordnung, das System. Ich würde für mich persönlich vielleicht das Mainboard tauschen, muss nicht sein, aber ich bin halt wieder eher so Richtung Gigabyte. Da unterscheidet sich das aber. Jetzt werden wieder die Kommentare kommen. Ja, aber im MSI ist auch gut. Ja, klar. Kein Problem. Und ich hätte eventuell eine Wasserkühlung reingebaut. Da scheiden sich auch wieder die Geister. Hatte ich jetzt vor kurzem auch wieder einen Kommentar. Brauchst du nicht. Ich persönlich finde es besser. Passt auch ins Gehäuse rein. Warum sollte man dann keine Wasserkühlung nehmen, wenn sie 10 € mehr kostet? Wie der Lüfter von Be Quiet. Von daher, Also ich würde es mir so nicht kaufen. Ich finde es zu teuer. Konfigurationstechnisch, wie gesagt, in Ordnung. Und jetzt kommen wir noch zu dem FPS-Test. Das Coole ist, ich habe hier ein Video gefunden, da testet der die 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti. Das heißt, wir gucken uns jetzt ein Video an und haben ungefähr immer den Unterschied. Vom Prozessor her ist es auch der Ryzen 7 5800X. Das Mainboard ist natürlich ein X570 Asus Crosshair. Das kostet aber um die 400-500 €. Das haben wir jetzt hier nicht drin, macht jetzt auch nicht den Unterschied. Er hat halt auch 16 GB und 3600er RAM da drin. Genauso wie das System das auch hat. Und das sind die wichtigen Sachen, worauf ihr achten müsst. Ansonsten der Rest, Festplatte und so, ist ja erstmal wurscht. Und jetzt schauen wir uns einfach mal den Unterschied an zwischen einer 3070 und einer 3080 Ti, wie sie in den beiden Systemen ja auch verbaut ist. Also für euch wichtig ist immer die Average FPS. Die steht ja direkt hier drunter. Bei Overwatch in dem Fall sind es bei der 3070 303 FPS und bei der 3080 Ti 329. Overwatch ist jetzt auch nicht sonderlich anspruchsvoll. Bei Assassin's Creed Valhalla habt ihr hier 84 FPS und hier 99 FPS, also circa ein Unterschied von bummelig 12%. Ja, League of Legends ist auch nicht so anspruchsvoll, ihr habt ja bummelig 300 FPS. Dota 2 ist auch nicht so anspruchsvoll, da habt ihr jetzt auch hier 213 und 228, das ist jetzt auch nicht der Riesensprung. Hier wird es schon deutlich interessanter bei Total War 3 Kingdoms. Hier habt ihr 104 FPS und hier 150 FPS. Bei PUBG ist der Unterschied jetzt wieder nicht so krass, 192 zu 217. Horizon Zero Dawn sieht da schon wieder ein bisschen anders aus, 128 zu 165 FPS. Und wieder Werbung, ja, schönen Dank auch. Ich habe das in jedem Video, verdammte Axt. Ja, und hier haben wir einmal die Summary. Ihr seht es hier auch an den Farben. Wir vergleichen jetzt quasi den hellsten Grün mit dem dunkelsten Grün. Da habt ihr nicht so mega Sprünge. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, okay, die 3080 Ti, die hat 4 GB mehr VRAM-Speicher, ja. Da seid ihr zukunftssicherer mit aufgestellt. Trotzdem finde ich diesen Mehrpreis von ca. 600 €, 650 € zu viel. Es lohnt sich nicht. Diese 4 GB VRAM und dann diese dezenten FPS-Sprünge. Ja, ich berufe mich jetzt nur auf dieses Video. Es kann sein, dass ihr dann sagt, pass auf, ich habe in Far Cry aber wesentliche Unterschiede, wenn ihr jetzt beide Grafikkarten habt. Oder in anderen Spielen, Need for Speed oder so, dass es sich da wirklich bemerkbar macht. Aber wenn ich jetzt nach diesem Video gehe, dann sage ich, der Mehrpreis lohnt sich nicht für die Grafikkarte. Dann würde ich lieber den Hardware-Deals PC nehmen, weil der auch doppelt so viel RAM-Speicher hat und eine schön schnelle SSD. Aber dennoch zu teuer ist 200 €. Gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn das noch nicht gemacht hat. Lasst ein Däumchen nach oben da. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, was ihr von den Systemen haltet. Und haltet mich vielleicht auch auf dem Laufenden, wenn ihr wirklich mit dem Gedanken spielt, euch den zu holen, ob sich der Preis noch irgendwie verändert. Dann kann ich das nämlich schön ansprechen im nächsten Video, dass ich sagen kann, hey, pass auf, 2 Tage später sah es dann wieder andersrum aus. Und vergesst nicht den Kommentar zu dem Geizhals-Warenkorb. Wenn ihr das wirklich so haben wollt, dann schreibe ich euch das gerne mit da rein. Ist überhaupt kein Problem. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.